Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Letztens machte ich das Video Tricks, Tactics und Testamento, das ich glaube nicht so gut bei euch angekommen ist. Ja, und diesmal möchte ich über die Strafe etwas berichten. Ja, ich fing schon Ende 2010 an, öfters Arena-Spiele zu absolvieren und dort habe ich mir, denke ich mal, eine gute Strafe angeeignet. Was eine Strafe ist, das wissen bestimmt die meisten Halloween-Spieler. Also die Strafe ist das Hin- und Herbewegen, während man mit einer Waffe schießt, um zu verhindern, getroffen zu werden oder zumindest einigen Treffern zu entweichen. Wichtig ist halt bei der Strafe natürlich auch sehr zielsicher zu sein, auch wenn der Gegner eine gute Strafe macht. Also hier sieht man gut, wie der Gegner mir als allererstes mein Schild downschießt. Braucht nur noch einen Headshot. Ja, und ich versuche mich hier noch mit meiner guten Strafe zu retten. Die Strafe des Gegners ist eine Long Strafe und eher voraussehbar. So, und der Typ, der jetzt gerade meine Leute niedermetzelt, lief regelrecht Amok. Ja, und dann kam ich. Womit er nicht gerechnet hat, glaube ich, ist, dass ich ihn regelrecht mit einer guten Strafe und Schüssen bombardiert habe. Und das hat ihn wahrscheinlich total aus dem Konzept gebracht. Vor kurzem habe ich das erste Mal was von der SK Strafe gesehen und gehört. Das im YouTube natürlich. Ja, und jetzt hatte ich ein Spiel vor kurzem, da stand ich einen Typen mit einer SK Strafe gegenüber. So, ich hatte das Glück. Ja, wie kann man das DMR schießen erleichtern? Also ohne dass man fünf Schüsse braucht, um den Gegner zu eliminieren. Man nimmt einfach eine Zweitwaffe und in dem Fall meine Zweitlieblingswaffe, der Nadler. Das schießt so down, dass man dann nur noch einen Schuss mit der DMR braucht. Ja, das Lustige ist jetzt, der Typ respawnt gleich über mir. Ich hörte nicht mehr diesen No-Scope-Schuss. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich sag schon mal auf Wiedersehen und viel Spaß beim Halo Reach Zocken. Falls jemand Bock hat, mit mir auf der Octagon-Map zu trainieren, mein Gamertag lautet B-Boy Battlecat.